Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute möchte ich mit euch etwas machen, was es gar nicht gibt. Eine grüne Rose. Auf Wunsch einer ganz lieben Freundin, hallo Gabi, möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Rose gestaltet. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann wollen wir mal starten. Ich habe graues Papier genommen für die Pastellmalerei. Wir arbeiten heute mit Pastellkreiden. Ich habe hier eine Rose mir ausgedruckt und die werde ich jetzt einfach mal ein wenig malen. Ich male die mit dem grünen Stift vor. Da auf besonderen Wunsch jemand gesagt hat, er möchte gerne eine grüne Rose haben, die wir heute gestalten. Jetzt wird nur grob vorgezeichnet, weil alles andere kommt gleich automatisch mit den Kreiden. Jetzt arbeite ich zuerst den Hintergrund. Ich habe die Rose jetzt nur vorskizziert, damit ich nicht zu viel Hintergrund male. Und jetzt wollte ich noch eben die Steine malen, wo die Rose drauf liegt. Ja, ich denke mal, 3 reichen. Ich lege die, wie ihr seht, die Kreide flach hin, um größere Flächen zu bemalen. Jetzt fangt ihr im oberen Bereich mit mehreren Fingern, ihr seht, ich habe jetzt 2 Finger, in kreisenden Bewegungen und vermalt die Kreide. Im oberen Bereich mit der helleren Farbe anfangen. Ich habe ein bisschen wenig Kreide, deshalb gehe ich nochmal mit einer anderen Kreide nochmal rein. Thank you.
Ich werde direkt unterhalb der Steine schon noch ein wenig dunkler malen, damit man da sofort einen Schatten hat. Ich werde nicht nur schwarz nehmen, sondern ein ganz dunkles Grün. Aus dem Grunde, ein Schatten ist immer nur eine Verdunklung des Untergrundes. Und da ich den gesamten Untergrund in Grün auch gehalten habe, müssen wir natürlich den Schatten nicht in komplett schwarz machen, sondern in einem dunklen Grün. So, jetzt werde ich einmal die Finger reinigen. So, jetzt habe ich mir 5 verschiedene Grüntöne zurechtgelegt. Mit denen möchte ich gerne die Rose malen. Wir fangen mit dem mittleren Bereich an. Wenn ihr eine Rose malt, alles, was in der Rose drin ist, ist immer dunkler. Und wenn man den ein Blatt über das andere legt, seht ihr, dass innerhalb der Rose dann der Schatten fällt. Das heißt immer, hier vorne in dem Innenbereich, da ist dann der Schatten. Bei jedem Blatt ist das im Prinzip so. Also fange ich mit dem Bereich an. Ich male jedes Blatt für sich schon komplett fertig und mache nicht alle Blätter jetzt erstmal den Schatten, sondern male jedes Blatt für sich fertig, damit das Gesamtkonzept gleich passt. Immer zwischendurch einmal abklopfen. Thank you.
So, gerade an diesem großen Blatt könnt ihr sehen, wie ihr dann im Endeffekt streicht, und zwar immer von dem dunklen Bereich in die Struktur des Blattes. Schaut euch vorher ungefähr an, wie ihr die Struktur haben möchtet. Und dann von dem hellen Bereich vorsichtig in das Blatt rein. Ihr seht, arbeite ich wieder mit meinem Wischer, weil diese Bereiche sind doch für die Hände zu fein, zu filigran. Dieses Blatt wird jetzt nicht so gemacht, dass im dunklen Bereich alles liegt, sondern das ist eins, was oben drauf liegt, dieses kleine Blatt. Nur eine helle Kante noch. Ich habe gerade entschieden, ich werde doch bei den drei Farben bleiben und keine fünf Farben nehmen, weil die harmonieren eigentlich ganz gut zusammen. Zwischendurch könnt ihr auch immer mal mit dem Stift einige Bereiche nacharbeiten, wenn die zu sehr verschwimmen. Einzelne Striche nur.
gerade entschlossen, ich werde die ganz hellen Bereiche, mit Weiß nochmal nacharbeiten. Das ist jetzt erst einmal nur ein Ausprobieren. Ja, das werde ich gleich tun. Das ist wieder ein Blatt, was drauf liegt und also richtig umgeklappt ist. Deswegen ist es komplett hell mit einigen dunkleren Stellen.
So, ich denke mal, mit der Rose bin ich soweit fertig. Und jetzt geht's an die Steine. Dafür nehme ich mir wenigstens drei verschiedene Grautöne. Ich fange im oberen Bereich an, wo das Licht hinfällt. Erst einmal schwarz genommen, arbeite aber ganz vorsichtig mit dem Schwarz, weil ich kein wirklich schönes Grau habe, und gehe dann mit einem Grau drüber. Auch bei dem Stein verwische ich vorsichtig mit dem Wischer zuerst den hellsten Bereich. Und gehe dann rüber in die anderen Farben. Da werde ich ein bisschen mit dem Finger wischen. Ihr könnt auch, so wie ich das jetzt mache, einfach ein paar Schattierungen noch in den Stein reinbringen, dass er nicht zu ebenmäßig aussieht. So, der hellste Bereich des Bildes ist auf der rechten Seite. Deshalb habe ich jetzt den hellsten Bereich des Steines natürlich auch rechts oben gemacht. Jetzt gehe ich in den nächsten Stein. Ich habe hier, wie ihr seht, den Stiel der Rose eigentlich vorgezeichnet. Den werde ich aber jetzt nicht übernehmen, sondern werde ihn übermalen. Den setze ich dann hinterher lieber drauf. Ganz wichtig, wenn ihr abschüttelt, nach unten abschütteln, damit ihr nicht in eurer Rose hinterher schwarze Stippen habt.
Wie ihr hier seht, auf der rechten Seite ist das Blatt über dem Stein, wobei ich jetzt hier eine helle Kante setzen will, weil der Stein vor der Rose ist. Mit dem Licht und Schatten, da müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen. Stellt euch das, versucht das bildlich euch vorzustellen, wie das im echten aussehen könnte, sollte. Und dann fällt es einem eigentlich etwas leichter, Licht und Schatten zu setzen. Jetzt den letzten Stein. Ihr seht, dass ich immer ein kleines bisschen in dem grünen Untergrund reinmale, weil was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass das hinterher unter den Steinen hell ist. Deswegen werde ich da auch gleich nochmal ein bisschen von dem Grün, nochmal von dem dunklen Grün nochmal was draufsetzen. Weil das ist etwas, was es eigentlich gar nicht sein dürfte. Hier werde ich die Schattenkante, das ist mir zu gefährlich, wenn ich die mit der Kreide arbeite, werde ich dann ein bisschen mit Schwarz, mit einem schwarzen Stift die Schattenkante malen. Nicht, dass ich hinterher in die Rose reinkomme. Werde ich die dunklen Schatten zwischen den Steinen nochmal nacharbeiten. Und unterhalb der Steine werde ich noch ein bisschen den Bereich noch ein bisschen verstärken. Ich mache das jetzt erst einmal mit dem Wischer und jetzt mit den Fingern. Und mit dem Wischer wird das doch sehr streifig. So, was jetzt wichtig ist, dass ihr auch hier unterhalb des Blattes einen Schatten setzt. Hier könnt ihr den Schatten auch ein bisschen verstärken. Man
sieht das so aus, als wenn das Blatt ein bisschen absteht. Auf dieser Seite hier, nur hier unten, den Schatten setzen, den Schatten seht ihr nicht. Natürlich müssen die Schatten auch wieder verstrichen werden. Ich arbeite jetzt noch die Hell-Dunkel-Schattierung noch ein kleines bisschen nach, was ich gerne möchte, was ein bisschen mehr leuchten soll. Und ich tupfe die Farbe auch nur drauf. Mal abklopfen und dann wird das Bild einmal eingesprüht. So, jetzt machen wir halt überall Wassertropfen. Ich male ein, wie ihr seht, ein Oval und setze im unteren Bereich entgegengesetzt zur Lichtquelle den Schatten. Da mache ich halt mehrere. Achtet darauf, dass sie nicht gleichmäßig sind, weil das ist ganz wichtig. Das sieht sonst ein bisschen sehr komisch aus. Ebenso auf eurer Rose. Dazu habe ich einen schwarzen Pastellstift genommen. Es müssen auch gar nicht so sehr viele sein. Macht so, wie ihr meint, von der Anzahl her. Ebenso auf dem Stein. Ich lege mal das Blatt weg. Ich glaube, dass das vom Geräusch her stört. Ich denke mal, so reicht mir das. Ah, hier vielleicht noch. So, wo ihr eine Schattenquelle habt, müsst ihr natürlich auch eine Lichtquelle haben. Die kommt jetzt von rechts oben immer noch. Das heißt, in dem Bereich ist auf jedem Tropfen ein Licht. Ich muss mir mal einen neuen Stift zulegen. Der weiße Stift. Den braucht man doch mehr. Deswegen ist der so klein. So, ich denke mal, ich habe alle. Jetzt noch eine Unterschrift.
und das Bild ist fertig für die liebe Gabi. Jetzt wird zum Schluss nur noch eingesprüht. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitmalen. Es wäre auch ganz toll, wenn ihr mir eure Bilder mal zeigen würdet. Wo, das findet ihr in der Infobox. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, euer Kunstengel.